Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diese Gehege habe ich nur hingemacht, weil das die ein bisschen Gras fressen können und damit sie nämlich nicht abhauen, habe ich sie jetzt kurz da rein, weil wir müssen noch ein Dings reinbauen, wie nennt man das, so ein Zaun, aber wir brauchen noch so ein Zeug. Schau, jetzt ist der Kleine schon abgehauen, der kleine Frechdachs. Wenn ihr zum Beispiel einen Hasen habt, der vielleicht da was am Bein hat. Warte mal, ich zeige es euch gleich. Wenn ihr zum Beispiel einen Hasen habt, der hat so ein Bein, bitte tut's trotzdem lieben, auch wenn ihr eine Behinderung oder eine Schwäche oder sonst was habt. Weil die Tiere sind das Beste, was im Leben gibt. Und bitte macht mir einen Gefallen und nimmt das Tier dann so, wie es ist. Und wenn er zum Beispiel einen krummen Fuß hat, vor allem von der Geburt, verkauft ihn nicht, behalt ihn selber. Weil die brauchen viel Aufmerksamkeit und viel Temperament. Das haben sie gerade gesehen, der ist gleich weggesprungen. Die brauchen einfach sehr viel Aufmerksamkeit, Tiere mit Behinderung, so wie auch Menschen mit Behinderung. Deswegen nimm die Tiere so, wie sie sind und tut sie nicht überlasten und nimm sie trotzdem so, wie die sind. Weil es ist echt sehr schade, wenn dir die Tiere nicht so nimmt, wie die sind. Weil sie sind einzigartig und anders. Anders, aber einzigartig. Und das müssen sie wissen. Hier. Und ich, wie gesagt, normalerweise weiß ich, dass man einen größeren Gehege braucht für die Tiere. Ich habe ja auch einen großen Stall. Aber dieses Ding, ich muss noch einen Zaun reinbauen. Aber wir brauchen noch die Stäbe und das müssen wir noch besorgen. Sind noch am Besorgen. Deswegen, dass die ein bisschen noch Gras fressen können, weil ich gebe meine Tiere im Sommer kein Trockenfutter, nur im Winter. Das sollten sie auch, weil lieber beschäftigt ihr euch mit den Hasen und gebt denen Futter, Frischfutter als Trockenfutter zu kaufen im Winter. Nur im Winter, aber im Sommer bitte nicht. Weil im Sommer ist es nicht gesund. Weil die wollen lieber Frischfutter fressen von der Wiese und kein Trockenfutter im Sommer. Weil es geht lieber raus, sammelt zum Beispiel Klee, ganz viel Frischfutter, Butterblume. Und das ist viel gesünder. Statt irgendwelche Sachen aus dem Tiergeschäft. Na komm her, Flocke. Flocki meinte ich. Also ich stelle euch jetzt mal meine Hasen vor. Das ist Flocki. Das ist Bagheera, wie das von das Dschungelbuch. Das, der Schwarze da, der Rex-Kaninchen, der heißt Rexy. Oh, siehst du, der macht ihn sauber. Und das ist Simba von dem König der Löwen. Flocki, Bagheera, Rexy, Simba. Wie gesagt, nimm den so, wie er ist, wenn er so ein Geburt hat. Ich habe ihn auch bis jetzt noch nicht verkauft, weil es einfach sehr schade ist, wenn sowas kommt. Das ist halt einfach zu der Geburt und ihr müsst die Tiere so nehmen, wie sie sind. Und wenn ihr sie verkauft, finde ich das echt schade, weil wenn ihr zum Beispiel in diese Lage wärt und Menschen mit Behinderung seid oder wenn ihr ein Tier zum Beispiel seid und ihr habt eine Behinderung, dann würdet ihr auch froh sein, dass ihr trotzdem eure Familie euch lieb haben und so nehmen, wie sie sind. Ich wollte euch nur erklären, weil Tiere können nichts dafür und wie auch Menschen nicht. Nehmt die Menschheit und die Tiere so, wie sie sind. Weil die sind einzigartig und so und die wollen auch so genommen werden, wie sie sind. Ne, Bagheera? Ich habe gestern Baloo verkauft
Am Sonntag habe ich Balu verkauft. Ja, der war braun. Mal Balu, mal braun ist. Also von den echten Tieren. Wie gesagt, ich weiß, dass man dieses Ausgehege nicht nehmen soll, aber es ist nur Ausnahme. Das behalte ich auch nicht lange, sondern es ist einfach nur für eine Ausnahme. Weil ich gerade momentan kein Gehege habe. Ich habe mir erst von neulich den Zaun gekauft beim Dena. Also so ein Riesenzaun, so wie der Gartenbau dieser, aber das ist halt noch größer. Und das müssen wir erst noch zusammenbauen und die Stäbe brauchen wir noch dazu, weil ich habe es aussehen ohne Stäbe besorgt. Aber es kommt noch. Nach der Zeit. Auf jeden Fall habe ich meine Eltern gesagt, ich möchte auch so einen Zaun haben, weil ich will artgerechte Haltung. Und ja. Könntet ihr auch nachmachen. Einfach so ein großer Zaun auf die Wiese setzen und fertig. Und ich sammle jeden Abend für meine Kaninchen jeden Abend Klee. Richtig viel Klee. Weil da draußen gibt es ja Bauern und die sammeln, die tun es ja für die Tiere dann mähen. Und ich gehe jeden Abend hin und sammle dieses Klee, weil das halt gesund ist. Ich würde euch empfehlen, dass ihr auch Klee und viel Löwenzahn und viel Butterblume und viel Löwenzahnblumen und viel Gras und viel Klee sammelt und viel Blätter und viel Spitzwegerich, weil das nämlich sehr gesund ist für die Tiere und die brauchen das einfach. Das sind ja einfach die Nährstoffe, die brauchen im Sommer. Im Winter würde ich euch empfehlen, kein Trockenfutter zu besorgen, weil Trockenfutter ist nicht gesund normal. Das gebe ich auch nur im Winter und im Herbst. Und viel Obst und Gemüse. Im Sommer, auch im Winter und Herbst, aber auch viel Gemüse. Und viel Kräuter würde ich euch empfehlen. Und viel Brennnessel, weil Brennnessel ist auch sehr gut für die Hasen. Das dürfen die nämlich auffressen. Es war halt jetzt 7 Minuten und 40 Sekunden, aber ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns ja beim nächsten Video wieder, ne?